Es ist Sonntag, der 3. November 2019. Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um das dritte Waffenrechtsänderungsgesetz. Mein Name ist Volker Heusing und ich begrüße heute ganz herzlich Frau Katja Triebel vom Rifle Association, Firearms United und Waffenfachhändlerin in Berlin. Seit 100 Jahren ist da unser Geschäft in Berlin und seit 250 Jahren stellt meine Familie irgendwie Büchsen her und repariert darum. Wie würde sich denn der Entwurf dieses dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes jetzt auf die Sportschützen und auf die Jäger auswirken? Also die Jäger haben eine schöne Erleichterung. Schalldämpfer waren die ganze Zeit Schwierigkeit. In Berlin waren die gar nicht erlaubt. Die werden jetzt erlaubt. Wegen der Schweinepest werden wohl auch Nachtzielgeräte erlaubt. Was ganz fürchterlich ist, sind die Nachteile für die Sportschützen, weil die Bundesregierung die Ausnahme für große Magazine ablehnt, das EU-Parlament in Brüssel für uns, unsere Sportschützen erkämpft hat. Wie ist denn da das wahrscheinliche Timing? Für wann ist mit einer Entscheidung des Bundestags zu rechnen oder Lesung im Plenum? Ja, am 11.11. ist die Anhörung der Sachverständigen im Bundestag. Da bin ich auch zu eingeladen. Dann geht es normalerweise ein, zwei Tage später in den Fachausschuss. Und am 14. ist wieder eine Sitzung, am 14.11. Normalerweise würde am 28.11. entschieden werden, sodass der Fachausschuss auch eine Woche zum Überlegen hat. Aber es kann sein, dass die Bundesregierung Druck macht, auf Fristverzicht plädiert und da sie die Mehrheit hat, kann die Entscheidung schon am 14.11. fallen. Was ist denn so heftig für die Sportschützen bei der Änderung? Also für die Sportschützen sind zwei Sachen ganz heftig. Einmal das Magazinverbot, was nicht sein muss, weil die EU dazu halt Ausnahmen gegeben hat. Und das Zweite, dass der Herr Innenminister die Bedürfnisprüfung missversteht. Was bedeutet das missversteht bei der Bedürfnisprüfung? Die EU-Waffenrichtlinie ist ein bisschen anders aufgebaut als unsere. Da wird eine Bedürfnisprüfung, dass man regelmäßig schießt und in einem Verband ist und an Wettkämpfen teilnimmt, nur für Waffen der Kategorie A, das sind die zukünftig verbotenen Waffen, verlangt. Die anderen Waffen B, da braucht man nur eine Sachkunde und muss zuverlässig sein. Und für C braucht man nur 18 Jahre sein und zuverlässig. In Deutschland ist es anders. Wir haben eigentlich Auflagen für so eine einfache Sportflinte oder ein Jagdgewehr, wie es in der EU nur Auflagen für die zukünftig verbotenen Waffen gibt. Und da in der Richtlinie irgendwo drin steht, die gleichen Bedingungen müssen auch nach 5 Jahren noch zutreffen, missinterpretiert unser Bundesminister dieses regelmäßige Schießen, dass das alle 5 Jahre gemacht werden muss. Und das ist für einen Freizeitsport und für einen Hobbyschützen ziemlich viel, 12-mal im Jahr, beziehungsweise sogar 18-mal im Jahr auf den Schießstand zu gehen, um sein erworbenes rechtliches Gut behalten zu dürfen. Und dann ist ja noch die Frage, wenn man mehrere Waffen hat, manche schießen ja auch Disziplinen, wo sie mehrere Waffen brauchen, ob man an einem Termin auch mehrere Waffen schießen kann oder ob man dann jedes Mal einen Termin machen muss. Also weder in dem Entwurf noch in dem jetzigen Gesetz gibt es die Maßnahme, dass man dieses regelmäßige Schießen mit jeder Waffe machen soll. Das wird zwar gerade im Fachausschuss so von den Politikern interpretiert und der Bundesminister kennt ja sein Gesetz nicht und redet auch davon, aber dieses steht im Gesetz nicht drin und so war es auch nie gemeint. Es hieß immer nur, skisportlich aktiv sein, egal mit welcher Waffe. Und die Behörden und auch die Verbände versuchen aus diesem regelmäßigen, jetzt regelmäßig pro Waffengattung zu machen, und eine
Behörde in der Bundesrepublik möchte regelmäßig mit jeder Waffe machen. Das geht bei uns gar nicht wegen den Schießständen. So viele Schießstände haben wir gar nicht. Das ist schon mal ein gewichtiges Argument. Und jetzt gibt es ja auch Grundrechte und Menschenrechte, die auch die Sportschützen auf ihrer Seite haben. Sicherlich haben wir auf der anderen Seite Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Sicherheit. Aber bei den Sportschützen haben wir ja auch Rechte im Grundgesetz, ist die allgemeine Handlungsfreiheit. Und bei der UNO gibt es im UNO-Sozialpakt noch ein Recht auf kulturelle Teilhabe, wo die UNO in dem Kommentar dazu sagt, dass da nicht nur Kultur zugehört, sondern auch Sport und auch Tradition und dass man sich als seinen Sport auch selber wählen darf. Also Sportschießen ist ja sogar Kulturerbe geworden. Also das Hobby Sportschießen ist ein Kulturerbe, so wie auch die Falknerei eine Kulturerbe geworden ist. Der Bundesminister stellt sich hin und sagt, naja, geht ja nur um die bösen Waffen, die supergefährlichen, die will er ja aus Terroristen und krimineller Hand raus haben. Und es ist absolut unverhältnismäßig. In Deutschland landen zivile registrierte Waffen nicht im Grau- oder Schwarzmarkt, weil wir seit 50 Jahren diese Waffen registrieren. Es gibt dort kein Abwandern. Alle seine Gesetzesvorschläge, die er in diesem Entwurf drin hat, treffen nicht die Terroristen und Kriminelle, sondern nur die Sportschützen. Und deswegen ist das in meiner Ansicht nach wirklich ein Generalverdacht. Ja, vor allem Terroristen, die haben ja in der Regel Waffen, die sind Kategorie A oder noch schärfere Waffen, die eher unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Die brauchen ja was ganz anderes als das, womit Sportschützen umgehen. Und ich habe noch Terroristen noch nirgendwo in Nachrichten gesehen, dass die damit Sportwaffen rumlaufen. Ja, wir hatten schon ein Problem mit legalen Waffen in anderen Mitgliedstaaten. Es ist so, dass deaktivierte Waffen und auch Salutwaffen, was bei uns die normalen Bürger, die gar nicht Sportschütze sein müssen, frei kaufen können, so wie eine Luftdruckwaffe, dass diese Waffen hier in Deutschland scharfe Auflagen haben, damit sie frei verkäuflich sind. Und in der Slowakei wurden sie einfach umgebaut, sodass sie rückgebaut werden konnten. Und die terroristischen Anschläge in Europa sind mit 2/3 eingeschmuggelte Kriegswaffen, die Vollautomaten sind, ausgeübt worden. Aber 1/3 waren halt auch diese deaktivierten und Salutwaffen, die zurückgebaut wurden. Ich sage ja nicht, dass legale Waffen in der EU kein Problem waren. Das Problem ist seit 2008 bekannt. Nur es war in Deutschland kein Problem mehr, weil unsere nationalen Standards dieses Problem schon gelöst hatten. Es war der Schmuggel, der zum Problem wurde. Die Terroristen und Kriminellen bedienen sich an Schmuggelware. Jetzt, wenn ich mir mal die Grundrechte anschaue, Menschenrechte, die haben alle ein Wesensgehalt, wo man gar nicht eingreifen darf. Ich denke, das gehört zu allermindest dazu, dass die Jagd oder dass der Sportschützen die Tätigkeit nicht völlig vermöglicht wird. Vielleicht kann man auch sagen, dass jede Disziplin eine Art Wesensgehalt hat, dass es noch möglich sein müsste, sie auszuüben. Und wenn man außerhalb vom Wesensgehalt eingreift, dann muss es ja verhältnismäßig sein. Also geeignet, erforderlich und angemessen. Und zwar geeignet wofür? Für die Ziele, die die Bundesregierung in der Gesetzesbegründung angibt. Und ja, aber wir haben sogar die drei Polizeigewerkschaften sagen, dieses Gesetz, diese Gesetzesänderung trifft nicht Kriminelle und Terroristen. Auch die EU-Waffenrichtlinie trifft nicht Terroristen und Kriminelle. Die einzigen, die es trifft, sind legale Besitzer. Und dann wir hatten in der Schweiz bei der Waffenrechtsnovelle ein halbes Jahr lang Medienrauschen. Da wurde richtig debattiert. Und dort hat auch die Innenministerin begonnen mit Schutz vor Terrorismus und Kriminalität. Und nach einem Vierteljahr musste sie umschwenken, weil alle Argumente in dieser Mediendebatte zum Schutz gegen Terrorismus und Kriminalität obsolet waren. Dann hat die Innenministerin umgeschwenkt und hat gesagt, ja, wir brauchen ja das Gesetz zum Schutz gegen Missbrauch durch legale Waffenbesitzer. Und genau das ist es auch. Wenn Herr
Bundesinnenminister sagt, er will keine großen Magazine, damit man der Attentäter nicht schnell nachladen kann und Terroristen bei uns gar nicht an große Magazine und legale Waffen kommen, sondern nur die Sportschützen, dann frage ich mich, wen will er treffen? Ich denke, dass Terroristen Vollautomaten haben wollen, wo sie nicht für jeden Schuss einzeln abdrücken müssen. Halbautomaten heißt ja, man muss nicht repetieren, aber man muss schon für jeden Schuss nochmal einzeln abdrücken. Und dadurch sind sie zu langsam für ihre kriminelle Tätigkeiten. Ja. Kleinen Moment. Wir hatten noch was wegen den Übergangsvorschriften, ne? Kleinen Moment bitte. Also es ist gar nicht erforderlich, diese Eingriffe zu machen, sondern es wären wahrscheinlich andere Maßnahmen viel wirksamer, zu verhindern, dass Terroristen an vollautomatische Waffen kommen, die sie ja wirklich haben wollen für ihre Tätigkeit. Ja, aber das Kind ist im Brunnen gefallen, indem die Feuerwaffenrichtlinie der EU geändert wurde. Wir müssen sie also wirklich 1:1 umsetzen. Das ist mittlerweile in der EU so Regel, ansonsten muss man Konventionalstrafen zahlen oder so wie die Tschechei gegen solch ein Gesetz klagen. Die Tschechei hat gegen die gesamte Feuerwaffenrichtlinie geklagt. Aufgrund der fehlenden Verhältnismäßigkeit und weil sie nicht zur Zielerreichung hilft, weil es keine Folgenabschätzung gab, weil die falschen Ziele getroffen werden und versucht eben die Feuerwaffenrichtlinie nicht umzusetzen. Wenn die Klage aber auch für die ist nicht aufschiebbar. Wir dürfen jetzt leider nicht alle warten, bis der Europäische Gerichtshof diese Klage beurteilt hat. Die sollte eigentlich jetzt im Oktober das Urteil gefällt werden. Na, vielleicht haben die Deutschen gesagt, wartet mal noch 2 Monate. Jetzt stellen wir uns mal vor, da möchte ein Terrorist legal an Waffen rankommen und der geht jetzt zum Schützenverein oder zum Jagdverein. Wie tragen denn Schützenvereine und Jagdvereine dazu bei, dass Terroristen oder andere gewaltbereite Menschen nicht legal an scharfe Waffen rankommen? Was machen die? Also ich denke mir, gegen so richtige Schläfer kann sich gar keiner schützen. Also ein richtiger Schläfer wird nicht vom Verfassungsschutz gesehen, der wird dann auch nicht von den Jagdkameraden gesehen oder auch von den Sportschützen im Verein. Wer negativ auffällt, also es gibt so eine Art Selbstkontrolle, die wurde auch vor ein paar Jahren, 2002, von einem Soziologenteam untersucht. Sportschützen und Jäger sind bemüht, sehr bemüht, rechtstreu zu sein und versuchen, schwarze Schafe im Umkreis zu entdecken und auszugrenzen. Von daher, aber wie gesagt, gegen Schläfer kann man nichts tun, aber es gibt auch kein Nullrisiko. Der Verfassungsschutz erkennt ja auch nicht jeden, der gewalttätig ist. Sonst hätte er ja was bei dem Lübcke-Mörder gemerkt. Ja, ich denke, es gibt die Paragraphen 5 und 6 vom Waffengesetz und dazu gehört ja auch, man darf sich ja auch Straftaten mit einer Bestrafung ab einer gewissen Höhe nicht leisten, selbst hinsichtlich Zuverlässigkeit, selbst wenn diese Straftaten damit überhaupt nichts, mit Waffen überhaupt nichts zu tun haben. Also wir hatten bis 2003, da waren die Straftaten auf Gewalt beschränkt. Also wenn man eine erhebliche Straftat als Verstoß gegen das Waffengesetz, Sprengstoff- oder Jagdgesetz verübt, dann ist man sofort seine Waffenbesitzkarte los. Und bis 2003 waren die anderen Strafen, die man sich so erlauben durfte, auf 90 Tage beschränkt oder mehrere auf einem Jahr und hatten mit Gewalt zu tun, also Körperverletzung, Bedrohung, Belästigung. Mittlerweile ist dieser Passus Gewalt weg. Man kann wegen einem Steuerurteil oder wegen 2 roten Ampeln seine Zuverlässigkeit verlieren. Der Staat geht hin und sagt,
Wer sich nicht an die Gesetze dieses Landes hält, und manchmal hält man sich ja auch unschuldig nicht dran, weil man es nicht kennt, und verurteilt wird und mehr als 60 Tagessätze bekommt, ist die Zuverlässigkeit weg. Und im Gegensatz zum Autofahren ist sie nicht für 4 Monate weg oder ein Jahr, sondern gleich für 5 Jahre. Das ist schon eine relativ lange Zeit. Was im Wir haben noch ein weiteres Problem, ja. Die Regelabfrage. Die steht zwar jetzt noch nicht im Gesetzesentwurf drin, aber der Bundesrat hat einen Antrag gestellt und eigentlich möchten alle CDU-Politiker und SPD-Politiker, dass bei jeder Verlängerung einer Waffenbesitzkarte oder bei einem Neuantrag der Verfassungsschutz gefragt wird. Hessen hat das schon mal vor 2 Jahren aufs Tapet gebracht und erzählt, dass das 5 Millionen Euro kostet. Die gesamte Waffengesetzänderung, die nur legale Besitzer, also nur Besitzer legalen Eigentums trifft, kostet ungefähr 40 Millionen Euro. Und jetzt kämen die 5 Millionen für die Regelabfrage noch obendrauf. Und der Bundesrat möchte, dass jeder, der beim Verfassungsschutz irgendwie gespeichert ist, unzuverlässig wird und sagt, ach, der Bürger, das ist ja nur eine Regelunzuverlässigkeit, da kann sich ja der Bürger gegen wehren. Bloß, der Verfassungsschutz hat keine Auskunftspflicht. Der muss nicht sagen, warum er jemanden gespeichert hat. Er hat auch keine Auskunftspflicht der Polizei gegenüber für alle seine Speicherdaten. Da stellt sich mir die Frage, der Verfassungsschutz überprüft ja eine Menge Menschen, ob die zuverlässig sind. Und ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine Menge zum Beispiel grundgesetztreue Leute mal ja emotionale Worte benutzen und dann gucken sie sich die an und sehen, oh, der ist ja genauso grundgesetztreu wie die Regierung, der hat, weil es nur mal emotional gewesen, aber man ist schon in der Datei drin, man taucht nie in einem Bericht auf, fragt sich, ob das auch solche Leute betrifft. Natürlich, also man kann gespeichert werden, weil man auf einer Demonstration ist, die dem Sachbearbeiter nicht gefällt. Früher waren es Anti-AKW-Demonstrationen, heute mag das Pegida sein oder sonst was. Man ist als Kontaktperson gespeichert, wenn man ein Auto vermietet oder Schrippen verkauft an jemanden, der Gefährder ist. Petra Pau von den Linken wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, vielleicht immer noch, weil die linke Partei ja auch etwas, na, nicht ganz so FDGO-mäßig drauf ist wie die anderen Parteien. Es gibt die diversesten Sachen, weshalb man gespeichert wird. Man muss einem Sachbearbeiter nur nicht gefallen. Wie gesagt, einen schlechten Facebook-Post machen oder in einem Interview was Unangenehmes sagen. Vielleicht bin ich auch schon gespeichert, ich weiß es nicht, weil ich mich ja gegen diese Gesetze mit demokratischen Mitteln auflehne. Diese Speicherung des Verfassungsschutzes ist anonym und nicht gerichtsfest. Der Verfassungsschutz hat auch eine Abteilung, wo es gerichtsfeste Beweise gibt. Der Verfassungsschutz kann in das nationale Waffenregister reinschauen und schauen, wer hat eine Waffenbesitzkarte. Und seit diesem Jahr werden dort auch neue Anträge abgebildet. Sprich, der Verfassungsschutz kann schon immer alles anschauen und melden und Verdacht äußern und Stopp rufen. Die Waffenbehörden durften schon immer den Verfassungsschutz auf Verdacht anfragen. Aber auf Verdacht, nicht eine Regelabfrage. Wir haben in den letzten 5 Jahren versucht, unser Staat eine Regelabfrage nach der anderen durchzubringen. Bei den Bewachungsunternehmern hat das durchgesetzt. Da werden jetzt seit 2019 Schnittstellen zum Verfassungsschutz eingerichtet mit Regelabfragen, die dann automatisch gehen sollen. Frage ich mich, wie das mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist. Die Richter sind ein bisschen schlauer. Die haben das abgelehnt bekommen. Sollte nämlich auch jeder Richter oder jeder Jurist, der in den Staatsdienst kommt, eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz erhalten.
Ist das nicht bei Beamten auch so, bevor die eingestellt werden, dass man guckt, ob was vorliegt? Es ist ein Unterschied. Es gibt dieses Bundeszentralregister, BZR, da sind alle Strafen drin, auch Strafen, die man im Ausland gemacht hat. Aber Verfassungsschutz ist eine Gesinnungspolizei. Also es gibt keine Kontrolle über den Verfassungsschutz, was er speichert. Und es gibt keine Auskunftspflicht, warum er es gespeichert hat. Sprich, ich als Bürger habe weder die Möglichkeit zu erfahren, was der über mich speichert, noch bei einer Regel Unzuverlässigkeitsvermutung kann ich Beweise dagegen angehen, wenn ich nicht weiß, weshalb. Also es ist sehr willkürlich. Und es bringt auch nichts. Es kostet nur Geld. Der Verfassungsschutz wird eh nicht alle Fakten auf den Tisch legen. Er hat ja auch V-Leute unter den Waffenbesitzkartenbesitzern. Ich möchte noch mal auch auf die großen Magazine eingehen. Ja. Da ist ja zum Teil auch der Eindruck entstanden, dass da Leute rückwirkend straffällig werden könnten. Und es ist ja menschenrechtlich klar verboten und grundrechtlich. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, es darf kein rückwirkendes Strafrecht geben. Ich glaube, das haben sie nachgeändert. Also in dem Entwurf vom 9.10. steht drin, dass sowohl die Altbesitzer, die ihren Besitz ja behalten dürfen durch Anzeigen, also Meldepflicht, wie auch die Besitzer von den neueren Magazinen ein Jahr lang Übergangszeit haben. Worauf ich hinaus wollte, ist, in Kraft tritt das Ganze es ist so aufgebaut, ja, dieses dritte Waffenrechtsänderungsgesetz, da sind 5 Artikel. Ja. Artikel 1 ist, was im Waffengesetz geändert werden soll, Artikel 2, 3, 4, was in 3 weiteren Gesetzen geändert werden soll, und Artikel 5 ist, wann es in Kraft tritt, nämlich die Änderung dieser 4 Gesetze an dem Tag nach Verkündung dieses Waffenrechtsänderungsgesetzes im Bundesgesetzblatt. Also es ist schon mal nicht keine echte Rückwirkung. Und wir haben ja einmal diesen bei den Übergangsvorschriften, das war der 58 Absatz 17 Satz 1, die meisten haben von den Waffen oder Magazinen mit dem vielen Schuss, was künftig verboten sein soll, die haben ein Jahr Übergangsfrist. Nur die mit den großen Wechselmagazinen nicht. Also es geht ja konkret darum, um Pistolen, die mehr als 20 Schuss haben, oder um Gewehre, also oder Langwaffen, die mehr als 10 haben. Nee. Also das geht ja, Magazine sind ja Wechselmagazine. Die anderen kann man ja nicht abgeben. Wir haben ja noch zusätzlich das Problem, dass als die EU-Waffenrichtlinie verabschiedet wurde, keiner darauf geachtet hat, dass da in Artikel 6 ein dummer Satz mit 12 Schuss für Repetierwaffen drin steht. Dieses Problem haben wir auch noch, genau. Da legt der Bundesminister auch noch eine Schippe drauf. Und zwar gibt es noch eine zusätzliche Regel von nur deutscher Seite, dass wenn ein Mensch eine Langwaffe und eine Kurzwaffe hat und in beide Waffen das gleiche Wechselmagazin reinpasst, dann soll das Kurzwaffenmagazin wie ein Langwaffenmagazin behandelt werden. Sprich, 20 Schuss sind für diesen Besitzer verboten, weil er könnte ja die 20 Schuss Magazin auch in seine Langwaffe einführen. Frage ich mich, wo das fehlende Vertrauen ist. Jäger dürfen nur mit 3 Schuss auf die Jagd gehen, aber 10 Schuss Magazine mittlerweile besitzen. Man traut ihnen zu, nur 3 reinzumachen. Unsere Sportschützen haben schon immer 20 Schuss Magazine besessen, teilweise mit, teilweise ohne Kapazitätsbegrenzer. Und auf deutschen Schießständen halt nur 10 Schuss geladen und auf internationalen Schießständen halt das Magazin vollgemacht. Frage ich mich, was das soll. Dann hat der Bundesminister sich noch eine tolle Sache ausgedacht. Es gilt immer das allerkleinste Kaliber für die bestimmte Waffe. Wir haben zum Beispiel Repetierflinten in Schrotkalibern mit einem Röhrenmagazin. Da dürfen laut EU-Richtlinie maximal 12 Schuss drin sein. Unsere haben fast alle 10 Schuss, aber die haben ein Kaliber
1276 oder 1289, heißt also 89 Millimeter die Patrone. Jetzt hat Federal eine Patrone entwickelt, die ist 1244. Sprich, ich verdoppel die Ladekapazität. Und nach dem, was gerade im Entwurf drinsteht, wäre diese Waffe wegen einer Innovation, auch wenn der Schütze diese Munition gar nicht besitzt, verboten. Ohne Grund. Grundlos. Ja, ich wollte noch einmal auf die Wechselmagazine eingehen, weil in dem Paragraph 58 sind eine ganze Menge Übergangsregelungen eingebaut worden. Und für die großen Wechselmagazine, also die man dem nicht fest eingebaut sind, da hat man in Paragraph 58 Absatz 17 Satz 1 keine Übergangsregelung. Das heißt, die muss man dann... Nein, ich habe den Entwurf vom 9.10. gelesen. Es kann gut sein, dass Sie den Entwurf von Mai gelesen haben. Im 9.10. ist auch für die Sachen, die künftig verboten werden, 12 Monate Übergangsfrist. Das wäre ja gut. Sie drin sind innerhalb von nach Inkrafttreten im 12. Monat abzugeben, einen Berechtigten zu überlassen oder einen Antrag nach § 40 zu stellen, auf Ausnahme. Okay, wenn da die Jahresfrist jetzt auch ein paar 58 Absatz 17 Satz 1 mit drin ist. Ja, ich hab's überprüft. Okay. Also mir ist noch aufgefallen, dass zumindest keine rückwirkende Strafbarkeit drin ist, denn diese großen Magazine, das sind in Abschnitt 1 der Anlage 2, also Anlage 2 ist ja, wo konkret die Waffen und Teile drinstehen, und in Abschnitt 1 sind das die Nummern 1.2.4.3, 1.2.4.4 und 1.2.4.5. Ich sage gleich, warum ich da die so exakt erwähne, weil man hat extra die Formulierung im § 52 Absatz 3 Nummer 1 Waffengesetz geändert, um diese Nummern rauszunehmen aus der Strafbarkeit, zumindest aus der Entwurfsfassung, die ich gesehen habe, damit man auch niemanden jetzt in die Strafbarkeit reinbringt, der jetzt so ein Magazin gehabt hat, nach dem Stichtag 13.06.2017, dann sobald die Gesetzesänderung in Kraft tritt, dann plötzlich zum Straftäter wird, damit das nicht passieren kann. Das fand ich schon mal beruhigend. Interessante, illegale Waffenbesitzer mit großem Magazin. Solange der Staat die Waffe nicht findet, ist es keine Ordnungsstrafe, keine Strafe, ein großes Magazin zu besitzen. Es gibt nur eine Gruppe an Bürgern, wo dieses Magazinverbot voll zuhaut. Das sind Leute, die eine Waffenbesitzkarte haben der Kategorie B, sprich Pistole, Revolver oder selbst Halbautomat, langer Halbautomat oder Vorderschaft Repetierflinte. Wenn man eines von diesen Waffen hat mit Kategorie B, dann wird man unzuverlässig, wenn so ein großes Magazin bei einem gefunden wird. Jetzt frage ich mich, das Magazin kann auch ausleiern. Ich kann auch ein 10-Schuss-Magazin kaufen und nach 10 Jahren oder 6 Jahren ist die Feder ausgeleiert. So ein Magazin besteht aus vielen Bestandteilen und plötzlich passt eine 11. Patrone rein. Dann ist man unzuverlässig und verliert seine gesamten Waffen. Das hat aber die EU so verabschiedet. Trotzdem haben viele unserer Nachbarstaaten, die gehen auch mit der Waffenrichtlinie der EU etwas lockerer um. In Italien sind zum Beispiel Magazine für jeden Sportschützen erlaubt, der entweder in Italien oder in einem anderen Mitgliedstaat als in einem Sportschützenverein ist. Das war's. Mehr nichts mit Verbandszwang, nichts mit regelmäßigem Training, nichts mit Nachweis. So kann man es auch machen. Wenn man sich mal die Rangfolge anschaut von der Rechtsordnung, das EU-Recht steht in Konkurrenz zum Grundgesetz. Das Grundgesetz sagt, alles, was im Grundgesetz ganz oder teilweise unantastbar ist, also so über die Ewigkeitsgarantie,
Das hat eben mehr Gewicht als das EU-Recht und als auch die Verträge der EU. Und so eine Richtlinie ist aus Sicht des Grundgesetzes und darunter, also wenn es mit irgendeinem Grundrecht überhaupt nicht vereinbar ist, dann, wenn man das dagegen halten kann, es lässt sich nicht vereinen, dann kann man auch rechtfertigen, bestimmte Inhalte nicht umzusetzen. Die Frage ist natürlich dann, ob die EU Deutschland dann nicht trotzdem ein Bußgeld geben würde. Ja, das hatten wir ja, glaube ich, mit Leuthäuser-Schnarrenberger, mit diesem, was war das? Lauschangriff? War das Vorratsdatenspeicherung? Die Verbindungsdaten ja, genau. In halbes ja, Jahr speichern? Da haben wir, glaube ich, jeden Tag 270.000 Euro Strafe bekommen. Und zwei Jahre später hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass dieses Gesetz der EU, weswegen Deutschland bestraft wurde, weil es nicht umgesetzt hat, nicht den Richtlinien entspricht und zurückzunehmen ist. Also, ich habe keine Ahnung, wie Politik funktioniert. Ich weiß nur, sollte das Magazinverbot kommen, werde ich klagen gegen den Staat. Weil es keine 1-zu-1-Umsetzung ist, weil es nicht verhältnismäßig ist und weil es keinen Grund gibt, dieses Verbot in Deutschland einzuführen, weil wir dafür keine die öffentliche Sicherheit dadurch nicht gefährdet wird, dass es nicht verboten wird. Ich denke, es ist ja gerade im öffentlichen Interesse, im Interesse unserer Sicherheit, dass Leute, die scharfe Waffen haben wollen, zu den Sportschützen oder zu den Jägern gehen müssen. Und da werden sie ja genauer und, ich denke mal, solider und nachvollziehbarer überprüft, was sie für Menschen sind, als der Geheimdienst das kann mit seinen wenigen Leuten. Das denke ich mir auch. Und außerdem, dieses Verbot wird noch ganz, ganz viele Probleme bei der Harmonisierung, beim Transit und Besuchen zu tun haben. Die anderen Sportschützen der Nachbarstaaten werden es gar nicht so mitbekommen oder vergessen. Nicht jeder interessiert sich für Gesetze und Politik und kommt hierher zum Match und hat ein großes Magazin dabei und das sieht jemand. Dann hat er einen verbotenen Gegenstand hier. Also man darf dann auch nicht mehr durch Deutschland fahren, um in Polen einen Match zu besuchen, wenn man aus den Niederlanden kommt. Also das ist, man kann sich nicht vorstellen, was daraus sich alles für einen Rattenschwanz zieht, zusätzlich zu den 13 Millionen, die der Verband der deutschen Büchsenmacher ausgerechnet hat, um diese alten Magazine zu lizenzieren. Ich stelle mir auch vor, die Polizeigewerkschaften sind wahrscheinlich auch deshalb dagegen, weil das der Polizei eine Menge Arbeit macht, die ihr dann fehlt, um wirklich gefährliche Menschen hinter Schloss und Riegel bringen zu können. Ja, dieser Behörden-Terror, sage ich mal, bindet unheimlich viele Leute. In der Schweiz werden gerade ganz viele Leute in den Kantonen frisch angestellt, weil die müssen ja die Feuerwaffenrichtlinie auch umsetzen. Mit dem Unterschied, in der Schweiz bekommt so gut wie jeder so eine Ausnahmegenehmigung, aber es muss halt alles mit Dokumenten belegt werden. In Österreich wurde extra die Definition Sportschütze geschaffen, wegen der Feuerwaffenrichtlinie, damit alle Sportschützen an die zukünftigen Kategorie A-Waffen und die großen Magazine rankommen. Also man glaubt nicht, was da alles los ist. Jetzt hast du ja eine Petition gestartet oder eine Online-Unterschriftenaktion. Wie heißt die? Wo ist die zu finden? Wie lange läuft sie? openpetition.de/degunban als Kurzwort. Ich habe Open Petition deswegen genommen, weil es dort keine Prüfung gibt wie bei der E-Petition. Bei der E-Petition weiß man nie, wann der Petitionsausschuss etwas annimmt. Und ich habe die an dem Abend gestartet, als die Waffenverbotszonen und Messerverbote überall in den Zeitungen waren und das in den Bundesrat ging. Und meine Petition geht einmal gegen die falsche Umsetzung der EU-Feuerwaffenrichtlinie, aber auch gegen die Waffenverbotszonen an Punkten, die keine Kriminalitätsschwerpunkte sind. Und damals war noch ein Messerverbot zum Führen von 6 cm, also Messer, die 6 cm Klinge haben,
Bis jetzt sind eigentlich 12 erlaubt. Und jetzt wird im Fachausschuss sogar darüber gesprochen, Messer zu verbieten, die 4 cm Klinge haben. Damit kann man noch nicht mal mehr einen Apfel zerteilen mit 4 cm. Die Sachen werden nicht im Waffenrecht geregelt, jetzt auch nicht im November. Aber sie sind im Innenausschuss in der Beratung. Und Herr Pistorius hat gestern einer Zeitung gesagt, dass er sich sehr, sehr freut, dass im Sommer diese beiden Sachen kommen. Ich freue mich darüber nicht. Denn auch da zählt wieder die Verhältnismäßigkeit und es gibt kein Gesetz Deutschlands, da spielt die EU nicht mit, wo man an Nicht-Kriminalitätsschwerpunkten Waffenverbotszonen einrichten darf. Herr Pistorius möchte das im Umkreis von allen Schulen, Altenheimen, Pflegeheimen, an jeder Bushaltestelle. Ich verstehe das nicht. Die Österreicher haben es einfacher gemacht. Die haben einfach bestimmten Leuten sämtliche Waffen verboten. Mit Erlaubnisvorbehalt, wenn jemand sehr rechtstreu ist, kriegt das dann. Und wir verbieten allen Leuten Messern, weil einige Leute 17 cm große Messer tragen, müssen wir jetzt auf 4 cm runter. Eine Verständnisfrage bei den Messern. Ja. Transportieren und führen ist ja was Unterschiedliches bei Schusswaffen. Es geht ja darum, führen, habe ich so verstanden bei Schusswaffen, dass man sie so transportiert, dass man sie schnell greifen kann. Und transportieren, ich kenne das so, eine Schusswaffe, die tut man in eine Tasche aus festem Stoff und die muss mit einem Schloss abgeschlossen sein und dann ist das ordentlich transportiert und nur wenn man jetzt irgendwo besonders gefährdet ist oder vielleicht einen Geldtransporter bewacht oder ähnliches, dann darf man sie so führen, dass man sie auch schnell ziehen kann. Alle anderen, müssen sie halt so gut verpackt transportieren. Bis auf die Jäger. Die Jäger dürfen ihre Waffe zugriffsbereit auf dem Weg zur Jagdausübung aufführen. Aber ansonsten ist es richtig, alle Sportschützen dürfen ihre Waffen nicht führen, sondern nur transportieren. Da gibt es so eine 3-Sekunden-Regel. Wenn die Waffe, ob sie geladen ist oder nicht, ist völlig egal, in 3 Sekunden im Anschlag ist, um sie zu einer Bedrohung zu benutzen, dann ist es verboten. Weil ein Autofahrer und Waffenbesitzkartenbesitzer sich mal gegen eine Polizeikontrolle auf der Autobahn so gewehrt hat, wurde dieses Gesetz eingeführt. Verhältnismäßig auch nicht. Bei Messer ist es so, diese Waffenverbotszonen sind sehr, sehr merkwürdig. Da werden meistens auch gefährliche Gegenstände verboten. Also wenn man sich anschaut, was die Polizei in der Eisenbahnstraße in Leipzig oder in Hamburg oder in Bremen oder in Kiel, wo solche Verbotszonen sind, oder jetzt bei uns in Berlin auf den Bahnhöfen konfisziert. Das geht vom Pfefferspray über einen Schraubenzieher, Spitzenbleistift, kräftige Handschuhe bis zu Messern halt. Und ja, das wird konfisziert. Und man kriegt Anzeigen, man darf ja noch nicht mal dann auf dem Weg vom Training oder von der Jagd vielleicht die Hemden in der Reinigung abholen und die Waffen im Auto lassen. Also wenn man eine Waffenbesitzkarte jetzt hätte. Weil man befindet sich in einer Waffenverbotszone. Es ist mir unbegreiflich. Aber das ist jetzt nicht das Thema im November, das wird wohl im Januar losgehen damit weiter. Ich verstehe ja, dass man mehr tut, damit die Leute nicht das Messer zücken, aber würde das nicht reichen, wenn man Messer ab einer gewissen Größenordnung auch wegschließen muss mit Schloss und dann auch transportieren darf? Also man darf keine Einhandmesser ohne berechtigten Grund mit sich rumtragen, also Messer, die man mit einer Hand öffnen kann, Taschenmesser. Und bei den Messern mit der festen Klinge haben wir momentan eine Klingenlänge von 12 cm. So, die Charité hat 10.000 Angriffe mit Messern in Berlin in 10 Jahren untersucht. Und das durchschnittliche Mördermesser ist ein Küchenmesser mit 17 cm Klinge.
Das darf man seit 2003 oder 2008, seit 2008 ist das verboten, zugriffsbereit mit sich rumzutragen. In England ist alles verboten über 7 cm, weil die haben so 3 Inch, das sind dann ungefähr 7 cm. Dann haben wir die passenden Verbote doch. Da würden da vielleicht Überwachungskameras an diesen Plätzen reichen, um sich alle Leute zu greifen, die damit offen rumlaufen. In England gibt es dieses Messerverbot schon seit 2012 und in England wird richtig viel zugestochen. Und mittlerweile auch mit Säure attackiert. Pizzaboten werden mit Säure angeschüttet und dann Motorrad und Börse geklaut. Man kann mit Verboten keine Gewalt und keine Kriminalität verhindern. Und das müsste der Bundesinnenminister eigentlich wissen und das Waffengesetz ist dafür untauglich. Man braucht Prävention, man braucht Strafrecht, man braucht Geheimarbeit, um die Kanäle zu kennen mit den V-Leuten, um in diese Clans und sonst irgendwas reinzukommen. Man braucht Grenzkontrollen, um den Schmuggel zu verhindern. Das sind alles so eine Sachen, die helfen. Aber nicht Waffengesetze ändern. Vielleicht auch Aufklärung über Strafrecht, dass die Leute wissen, was strafbar ist, dass man Abschreckung hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Beamten. Die werden teilweise jährlich aufgeklärt, dass Korruption strafbar ist und das hat eine Wirkung. Wenn man aber doch nur, wenn es in meinem Kulturkreis auch eine negative Auswirkung hat. Also bitte einmal Buschkowski lesen, Neukölln ist überall. Wenn der junge Straftäter ein Jahr ins Gefängnis geht, was ganz, ganz selten passiert, die Eltern weiterhin Kindergeld bekommen und wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, bejubelt wird und es steht ein Gebrauchtauto von dem Kindergeld vor der Straße und alle freuen sich, dass er einen tollen Macker gemacht hat, dann ist das zwar eine Strafe in unserem Sinn, aber nicht möglicherweise in dem Kreis, wo es drauf ankommt. Bei uns ist ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis erschwerend. Ich bekomme nicht den Job, den ich haben will und so weiter und so fort. Viele Menschen brauchen sowas gar nicht. Für die ist die Verletzung eines Gesetzes und auch die folgende Strafe, meistens auf Bewährung ausgesetzt, hat keine negativen Auswirkungen. Das muss man einfach mal so sehen und das muss man auch hinnehmen und das sollte man sich auch mal anschauen. Es gibt so eine Sachen und so eine Sachen. Ich glaube, Sozialdienst, 20 Mal ins Altenheim zu gehen, würde die Leute stärker treffen als eine Bewährungsstrafe. Aber ich bin keine Soziologin und deswegen lassen wir jetzt das Thema. Waffengesetz ist beendet. Okay. Wir sehen am 11. kann man mich beim Bundestag sehen. Am 14. oder 28. November wird möglicherweise dieses Gesetz im Parlament bestimmt durchgewunken ohne Änderung, wie ich unsere Politik kenne. Und dann schauen wir mal, wer alles gegen dieses Gesetz klagen wird. Also ich bin bereit. Und bei Open Petition, die Online-Petition, da geht es darum, die Verhältnismäßigkeit zu wahren und die Räume, die die EU-Richtlinie lässt, für Verhältnismäßigkeit auch zu nutzen. Und wie lange läuft die? openpetition.de/de-gunban. Wie lange läuft die? Noch bis 15. Bis 15. November? 11. ja. Auch 80.000 Leute haben schon unterschrieben, ja. Aber auch danach wird es noch eine wichtige Informationsquelle sein zum Thema, denke ich. Es sind viele Links angegeben, eine ausführliche Begründung. Ja, man kann sich informieren. Es gibt genug Links auf andere Seiten, nicht nur auf meine, sondern auch zur Bundesregierung, zur EU und so weiter. Und jetzt sagt